Schnorr-LP. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Spec Ops The Line, nachdem der Koop mit Fuba ja schon wieder Ewigkeiten her ist, nehme ich es mir doch mal langsam vor. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein bisschen zu laut ist. Machen wir das mal leiser. So, hat er die Grafik jetzt eigentlich wieder beibehalten? Ja, alles klar. Gut, fangen wir mal mit der Kampagne an. Neues Spiel. Und ich nehme mal Kampfeinsatz. Verlassen wir mal die leichten Sphären. Ich werde den Kerl nicht los, Volker. Langsamer durchhalten. Hast du den Verstand verloren? Glaub mir. Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Und da geht's auch schon los. Jetzt kommt mir das doch wesentlich lauter vor als im Test, in der Testaufnahme. Aber sowas kommt. Scheißegal, halt das Ding ruhig! Dreck! Scheiße, seht ihr das auch? Jo, Sandsturm, nähert sich schnell! Wir sind bald down. Werden wir sehen. Ach du Gott. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung.
Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir, etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine, wäre ich jetzt verletzt. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Zielvorrichtung checken. Gescheckt. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Ah. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Das sind Leichen. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Hey, hier ist ein Seil. Dann wollen wir mal. Mumifiziert. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ich könnte schwören, ich habe ihn gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Ist da jemand? Vergiss es.
Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagt, ihr seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3:1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Der Konvoi blieb im Sturm stecken. 18 Kilometer außerhalb von Dubai. Verluste. Zu viele. Wir kehren um. Hier spricht Colonel John Conrad, United States Army. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Der Konvoi blieb im Sturm stecken. 18 Kilometer außerhalb von Dubai. Verluste. Ich habe so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Hier spricht Colonel John Conrad, United States Army. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Markov mit seinem am Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Bus da? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben aus. Das bringt uns einen Vorteil. Hey, ja, die 33rd! Bewegung, Leute! Verdammt, wir sind die Kerle! Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen! Nur zu! Die hören bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst! Gentlemen, weniger reden, mehr schießen! Bedrohung eliminiert! Und bleib liegen! Ich bin leer! Da links, über die Düne kommen noch mehr! Ich gebe Feuerschutz! Du rennst! Ja! Walker, wir sind in Position! Erwarten alle Befehle! Hey. Wir haben nicht ewig Zeit. Verziehen wir uns endlich. Hey, Walker, jetzt mach endlich eine Ansage, verdammt. Okay, Bus. Schon dabei. Verstanden. Räumen. Fallt am Boden. Das kommt unser. Okay. Jetzt geht's. Los. Ich will mal hier reingucken. Ich will hier... Ach so. Nee, geht nicht. Scheiße. Die Frage ist, wo haben die Uzis auch immer her? Los, weiter! Hinten raus! Granate! In Deckung! Wo steckt der? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus!
Erwarte Befehle, Captain. Dugo, schalt ihn aus. Ja, Sir. Wechsel Position. Ich glaube, das ist ein Ferrari. Genau, die nehmen bei der Evakuierung die ganzen Autos mit. Oben auf dem Boss! Halt sie mir vom Bleib! Ich rücke vor! Da sind sie! Feind ist tot! Wir haben sie getötet! Lass nach, gib mir Deckung! Papa, da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer! Verdammt! Ich hab da! Rüber zu dem Container! Gefällt mir nicht. Walker, die Tür! Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrols. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße, Marsen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Logo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Aber erst in der nächsten Folge. Spitze, bedanke mich. Oh, oh! Vorsicht, Kontakt! Hinter den Barrikaden! Weiter Feuer! Sind Sie in Deckung! Walker, wir müssen das Verkehr ausschalten! Okay, das ist die Folge, Spitze, da kann ich bis dann.